Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Willkommen zurück bei Chaos Bane. Und Kessler, halt doch mal die Fresse. So, ich hab's schon zwei oder dreimal versucht und irgendwann den Geist aufgegeben. Und ja, jetzt wird's aber was. Braucht nur mal ein bisschen Pause von diesem elenden Verpester. Der regt mich doch schon wieder auf. Komm her, du Verpester. Nimm das, du kleiner Verpester. Na, so leicht kriegst du mich jetzt nicht mehr, du kleine Sau. Ah, das habe ich vergessen gerade. Ah, heute sind wir gut drauf. Heute sind wir gut drauf. Heute wird das was. Nein! Ah, ich wollte rausweichen, verdammt. Schwein! Nimm das, du Verpester! So, jetzt müssen wir auch immer von weg bleiben, so ein bisschen. Ah, noch geht's. Kleine Schweine hier. Ah, hab ich nicht aufgepasst. Nein! Und ab in Deckung gehen. Ah, zweimal nicht aufgepasst, Mensch. Ich war so gut im Flow. Ey, dann lass mal eine Deckung in Ruhe. Und weg, 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 weg. Ah, kommt her. Außer jetzt in Verteidigung. Elendes Arschloch!
Da kriegt er keinen Schaden. Oh nein, 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 das war doof. Das war doof. Wir hätten noch mal warten sollen. Ah, der Herr mit seiner Kotzerei immer. Ich würde mal zum Arzt gehen. Kacke, Kacke, Kacke. Los, heil dich, mein kleiner Zwerg. Heil dich, Zwerg. Oh, endlich. So, letzte Runde hier. So, wie weit der Rhythmus? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Erst kotzen, dann hauen. Okay. Okay, hat mich erwischt. Arschloch. Okay, ich glaube, er kotzt jetzt gleich, oder? Jo, und ich stehe drinnen. Ah, fuck, das war zu früh. Das war zu früh. Fuck. Ab ihr Schweine. Mmh. Ah, auch wieder voll erwischt. Ah, wir kriegen ihn nicht. Oh nein! Und ich laufe auch noch in die Grütze. Oh, es tut mir leid. Oh, dieser Verpester, der verpestet meine Nerven. Nochmal. Wir waren schon gut. Jetzt sind wir noch gleich noch besser. Pass auf. Ach, halt die Fresse, Kessler. So, ja, ich bin der Verpester. Meine Mama auch. Komm. Arschkrampe. Wir brauchen so viel Deckung wie möglich am Ende. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Na komm, mach ihn weg. So, jetzt hält er sich wahrscheinlich wieder. Und weg.
schade. Da haben wir was abgekriegt von der Suppe. Nein! Oh, ich lauf auch noch rein. Okay, einmal noch. Einmal noch. Oh, geht der mir auf den Sack, ey. Und jedes Mal diesen Kessler, diesen Arsch. Friedrich Kessler auf seinen Seuchen, auf seiner Seuchen-Couch hier. Doktor Verpester. So, komm gleich her. Kriegst gleich hier was. Oh, bleiben wir heute bei der Deckung da. Na gut, hast mich erwischt. Ah, ich glitsch da wieder rein irgendwann. Wenn das schon der schwere... ich weiß gar nicht, was danach kommen soll. Für fiese Arschlöcher. Ah, hab ich erwischt. Nein, nicht die nächste Deckung. Arschloch, die brauche ich doch noch. Das ist doch meine Notdeckung. Los, stöpf doch mal. Jetzt aber. So. Muss er hier mal kotzen? Nee, muss er nicht. Scheiße. Verdammt, ey. Oh, das war zu nah. Das war zu nah. So, bei der nächsten machen wir die Attacke. Die gute. Das ist die einzige, mit der irgendwie abgefickt wird. Der Rest ist noch nicht so geil. Ein bisschen weiter wegbleiben. Ich
Ja, da kotzt er endlich. So. 3, 2, 1. Meins. Oh, weg, 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 weg. Das war zu spät. Ah, Mann. Ich will dich sterben sehen, du Verpester. Ah, das war falsche Taste. Warum? Hier, die wollte ich. Los, nimm Schaden, Sack. Knapp, knapp. Okay, haben wir noch gekriegt. Das fängt er an. Was fängt er an? Peitsche. Und kotzen. Das war knapp. So. Peitsche. Und kotzen. Oh, das tut weh. Oh, 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 oh. Wir brauchen Heilung. Heilung. Auch nicht weg hier, ne? Das Zeitfenster, wenn er kommt, wird immer kleiner. So, ich glaube, es kotzt er gleich. Oh, ich fahre genau in der Mitte. Es wird immer mehr hier. Muss dich heilen. Oh, jetzt ist er nämlich genau da wieder in Deckung. Ich hasse diesen Arsch. Das muss doch mal endlich zu Ende gehen. Verdammte Axt. No, I need more time.
weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so im Arsch. Jetzt zerbricht er sich wieder. Jetzt stirb doch mal! Verdammte Axt! Jetzt ergibt er sich wieder? Übergibt er sich? Es fehlt nicht mehr viel, ich werd nervös! Ich werd nervös! Nein! Ja! Alter! Ich dachte, er zerplatzt. Ja, jetzt kommen die Pfeifen. I sensed the greater demon force its way into our world and feared the worst. You have done well, young prince. I know. It's a shame you missed it. By the gods, what a fight! The Eye of Argoth, where is it? It's over there on top of Kessler. Well, what's left of him. Have a care, though. The damn thing, I don't know. It said... Leave it to me. I'll make sure it doesn't tempt anyone else. What about the sorceress? Hey! Kessler said she calls herself the Harbinger. According to him, she's tracked down the remnants of Asavar Kul's army and is searching for a champion to lead it. Where is she, this Harbinger of Chaos? I don't know. That was the one thing Kessler didn't manage to say. Prague. What's that? My agents in the north tell me that a large part of Kul's army fled the Battle of Kislev and returned to the ruins of Prague. I'd assume they would take ship and return to the Chaos Wastes, but now that I've heard about this Harbinger, I'm not sure. Perhaps we might learn more there. Really? And how do you suppose we do that? Prague is hundreds of leagues from here, and I've got short legs. We'll never make it in time. Not so. There is a waystone near Prague that we can use. I can link to it from the stone here in Nuln and send you through. Meet me at the tower when you are ready to proceed. In the meantime, I will begin the rituals to open a pathway to Prague. Oh. Das war der große Verpester. Also so, wie man ihn bekämpfen sollte, war das ja easy peasy. Naja, easy peasy, es war schon einfach zu sehen quasi, ja. Aber man muss wirklich erstmal seinen Rhythmus drauf haben, um ihn zu besiegen. Ich weiß nicht, auf dem blauen Dunst hätte ich das nicht geschafft. Vielleicht erfahrene Spieler, die hätten das vielleicht auf Anhieb gepackt. Ich bin halt nicht so jemand, der die ganze Zeit Diablo suchtet. Ja, ich denke mal, wenn jemand da 200-300 Stunden in Diablo versenkt hat, dann ist er ja ganz gut bedient. Dann kennt er sich ja gut aus. So, ich habe ja noch letztes Mal einen Schlipper angezogen. Im Offscreen. Der war nämlich ganz gut. Der Schlipper dagegen ist ein bisschen schlecht, weil der bringt uns auch Gesundheit. Ein Gesundheitsschlipper.
Schaden, Ausrüstung. Ja. Aber der bringt ein bisschen Regeneration. Komm, scheiß da unten drauf. So, neue Mähne, neues Glück bringt Rüstung und nee. Was war's? 10 durch Schaden gegen. Scheiß auf Beutequalität, der Rest kann weg. So, Teclis, zeig mal hier. All is in readiness. When I open the path, we will be transported instantly to the Waystone outside Prague. What's he doing here? Don't be a fool, dwarf. The fate of the Empire is at stake. Until the Harbinger is found, I'm not letting you out of my sight. Na, sagte ich doch Imperium. Haha. Habe ich doch letzte oder vorletzte Folge gut erkannt, das Wappen. Bin ich gut. What have your agents told you of the situation in Prague? Not all of Prague's citizens were slaughtered when the city fell. Some managed to escape the city and hide in the forest nearby. When the Chaos Army left Prague to march on the capital, the survivors returned to the ruins to bury their loved ones and try to rebuild what they had lost. But the Kislevites' suffering was far from over. When Arsivar Kul was defeated, a champion of Khorne named Uthgrim Redaxe retreated with his war band back to Prague. Their arrival took the Kislevites by surprise. A few managed to escape back into the forest, but with winter coming on, it is unlikely they will survive. Grim tidings indeed. The question is, will they help us? The Kislevites are a proud, stiff-necked people, and they have little love for outsiders. They won't give us anything without expecting something in return. If that is the case, so be it. Now, gather round. The winds of magic are shifting, and it is time we made our way to Prague. Na, bin ich mal gespannt. So, wenn du einen Ort reisen möchtest, zu einem Ort reisen möchtest, wähle einfach das Ziel und drücke linke Maustaste. Easy peasy. So, was haben wir denn? Wir waren jetzt in Nulling, Prag. Es gibt die Ostermark, Slowenien, aber als Altdorf gibt es noch. Ah, da habe ich damals im Pen and Paper haben wir in Altdorf angefangen. Stimmt, in Nullen waren wir auch. Aber weiter haben wir leider damals nicht gespielt, oder ich zumindest. Weil alles, wo so ein Schriftzeichen dran ist, würde ich sagen, kommen wir hin, ne? Kislev. War das das Reich der Zwerge oder waren das auch noch Menschen? Das bin ich mir gerade nicht so sicher. Das ist ein klares Imperium. Empire. Schön, dass dann auch so deutsche Begriffe drin sind. Das fand ich damals schon toll. So Hochland, Nordland. Ich denke mal, im Englischen heißt das wahrscheinlich auch so. Prag. Machen wir hier ein, also ein Kapitel quasi hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn ich das so richtig sehe. Finde ich jetzt nicht so viel. Weil jetzt auch dieses erste Kapitel, wenn ich überlege, ich habe jetzt 4, 5 Videos gemacht. Je eine halbe Stunde. Ich kann es jetzt aber schlecht mit Diablo vergleichen, weil ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe. Aber ich habe heute gelesen, dass angeblich schon Gerüchte für Teil 4, dass es auf jeden Fall Gerüchte dafür gibt. Das wäre nämlich cool. Da hätte ich mich voll Bock drauf. Da könnte ich vielleicht sogar den Montro mitkriegen. Ja. Ich bin Heinrich, du Pisser. Easy, friend. I'm not looking for trouble. Are you the one in charge? Who's asking? Braggy Axebiter is my name. I held the gate at Kislev against the hordes of Arsivar Kul. Is that so? Well, you've come a long way for nothing, dwarf. Take your wizard and your damn witch hunters and go home. There's nothing for you in Prague. Redaxe and his warband have seen to that. Redaxe is the reason I'm here. I'm hunting a sorceress who calls herself the Harbinger. What do you want me to do about it? My people are dying.
There's no food, no medicine for the injured. Aber das werden wahrscheinlich unsere ersten Missionen sein. Irgendeine Mission machen, damit er Essen und Medikamente kriegt. Ist aber okay. Say no more. I'll go into the ruins and get what you need. There must still be food and medicine in the ruins. Recovering them should be a simple matter. Warum hat er jetzt eine andere Stimme? Ha! We'll see about that. You just leave the cultists to me. I'll return with the supplies you need in exchange for information about the Harbinger. You don't know what you're saying, dwarf. You haven't seen the monsters that are loose in Prague. If you can bring us food and healing herbs, then we will talk. Machen wir doch. Prag betreten. Jetzt haben wir hier eine Truhe. Oh, mit Kram drin. Das ist alles meins. Das ist irgendwie das Zeug, was ich auch trage, sehe ich gerade. Das ist meine Truhe. Oh. So, hier haben wir wieder einen Händler. Auch hier können wir wieder Spenden abgeben. Wie einfallslos. Was ist das denn hier? Sieht aber cool aus. Ich vermisse es auch so, dass es so Sidequests von anderen Charakteren gibt. Das ist ja auch cool. So, wenn man in einen Bereich geht, hier, geh nochmal in mein Haus und dann hol mir noch dies, die Puppe oder keine Ahnung. Diese Standard-Side-Quests. Oder Nebenquests, Entschuldigung. Oh, hier sind ein paar aufgespießte. Waren das die Kornberserker oder sowas hier? Nein, betreten wir mal Prag. Wohl, damit die Folge nicht so lang wird, machen wir hier erstmal einen Break. Und nächstes Mal betreten wir Prag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo oder euer Wissen aus dem Warhammer-Universum. Zum Beispiel, ob das hier ein Kornberserker ist, der hier ist. Das ist irgend so ein Dämonvieh, das weiß ich. Von Korn, aber ich weiß nicht mal, wie es heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten haut rein. Ciao.